Und der will mit ins Video. Der will los. Was ist los? Ja, was ist los mit den Teilen? Der ist schon voll aufgetreten, oder was? Ja, was ist los? So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe gedacht, mit meinem Bruder mal ein paar Schätzfragen zu machen und daraus eben ein Video zu machen, weil wir das auch selber eigentlich extrem feiern. Jasmin ist mit dabei. Hallo. Die wird uns jetzt 7 Fragen verraten, beziehungsweise Fragen, die wir nicht kennen natürlich, sonst wird es keinen Sinn machen. Ja. Hier ist gefühlt 85.000 Grad, also meine Schätzungen sind auf jeden Fall on point. Wir haben einen Zettel vorbereitet, wenn einer die Antwort weiß, muss der andere innerhalb quasi aufschreiben und dann hat der andere noch 5 Sekunden Zeit, die Antwort noch zu schreiben, seine Antwort zu schreiben. Der Nähere an der Lösung gewinnt, best of 7. Und dann sage ich, fangen wir jetzt einfach mal an. Dann bitten wir um die erste Frage. Das ist mal cool, die hier wollen. Schreibt ihr überhaupt? Okay, Frage Nummer 1. Wie oft wird der DAX pro Stunde errechnet? It was at this moment that he knew. He fucked up. Was? Ich dachte, du kannst mal das scheiß Tier. So ein DAX oder was? Was willst du an einem Tier berechnen? Shit, okay, der DAX pro Stunde. Ja, okay, aber okay. Ja, ich darf dir jetzt keine Tipps geben. Ja. Boah, pro Stunde. Ich hab aufgeschrieben. 4, 3, 2, 1, 0. Alter. Okay, jetzt zeig dein Ergebnis. Boah, sieht man das gar nicht, okay? Zauberpapier, oder was? Ja, ja, ich hab 360 aufgeschrieben. Ich hab 60. Pro Stunde war die Frage. Ja, Antwort 3600 Mal, also jede Sekunde. Ich habe 360 Mal, weil ich auch gedacht habe, bestimmt jede Sekunde. Aber dann hast du mich voll unter Druck gesetzt, dann konnte ich nicht mal ausrechnen, wie viele Sekunden die scheiß Stunde hat. Und dann habe ich einfach mal 360 aufgeschrieben. Echt jede scheiß Sekunde ausrechnen oder was? Ja, natürlich, das muss doch die. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das, okay. 1-0, easy peasy. Frage 2. Die Fläche von Straßburg. Du warst schon 100 Mal in Straßburg, weißt du? Ja, auf dem Quadratzentimeter, genau. Fläche von Straßburg, um Gottes Willen, ich weiß nicht mal die Fläche von dem Raum. Straßburg, Quadratkilometer. Kannst du dich auch ganz böse verschätzen. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Okay, ich habe ein Ergebnis. 5, 4, 3, 2, 1. Hast du total geblämmert. Okay, und was hast du? Ich habe bestimmt total... Ich habe 15 Quadratkilometer. Was ist Quadratkilometer? Kilometer? Kilometer mal ein Kilometer. Und du hast 60. Ja, okay. Das ist ein verfluchtes Land. Ja, ich, was weiß ich, Alter. Ja, vielleicht täusche ich mich auch total. Antwort war 78,26. Ist das dein Ernst, oder was? Wer schätzt das verfickte Land, Alter? Ja. Ist Straßburg ein scheiß Land, oder was? Dann bin ich total nah dran, oder was? Und du mit deinem lächerlichen 15 hast den Raum gemessen, oder was? Okay, easy peasy, 2-0. Wie war dein Call am Anfang? Ja, okay, jetzt, wenn ich jetzt runterrechne, die Wurzel von 15... Dann sind das. Das ist die Wurzel von 15. Ja, dann sind das 3,8 mal 3,8 Kilometer. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen zu Gemüte führen sollen. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, umso schlimmer. Also, wenn man trotzdem so nah dran ist. Okay. Frage Nummer 3. In welchem Jahr kam die CD auf den Markt? Ich hab's eh mit Jahrzahlen, was weiß ich, Alter. Ich weiß nicht mal, wann ich geboren bin. CD.
Haben Ergebnis 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sasch? Darf ich es kurz ändern? Nein. Ja, oder hast du was total Komisches? Also jetzt nicht, darfst du jetzt nicht von Jahr auf Jahr ändern? Oder was hast du, oder was, wo willst du ändern? Ich will um 2 Jahre verändern. Ja, dann mach jetzt nochmal einmal das. Ausnahmsweise, weil wir noch erste Mal im Video sind. Was hast du? 90. 1990? Ja. Ich habe 1995. 1982. So früh? Ja. 82? Ich hatte 88 davor, dann wäre ich ja sogar drin. 82? Ja, 1982. Die CD-ROM. Die Frage war ja, CD, gut, oder? Ja gut, die kann es ja geben. Wahrscheinlich nicht so, wie wir es in dem ja, Ausmaß. In dem Ausmaß. Ja, okay. 2-1. Ich weiß noch damals, wo Rebel Assault auf PC rauskam, wo dann die Zeit war, wo die CD-Rumlaufwerke, der Verkauf extrem nach oben gegangen ist. Und das war so, dachte ich halt, das war halt mein Ding. Das war so Anfang 90er Jahre. Du kennst es bestimmt auch noch, oder? Ja, natürlich. So. Stimmt, die davor waren alle noch auf Diskette und so ein Shit, gell? Ja, das Rebel Assault war so ziemlich das, also PC-mäßig halt. Damit wer jetzt wer kennt noch Disketten von euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Also diese kleinen und die größeren. In meinem letzten oder vorletzten PC hatte ich das letzte Diskettenlaufwerk. Ja, das hast du jetzt gar nicht mehr heute. Heute musst du schon überlegen, ob du überhaupt ein CD-ROM-Laufwerk noch reinmachst. Ja, das war zu dem Zeitpunkt war es auch schon total veraltet. Ja, jetzt scheiß drauf. Und ich habe eine Diskette reingemacht und dann kam die Meldung, ob ich 4 MB freien Speicherplatz hätte. Wow. Hatte ich den. Gerade so. Okay, nächste Frage. So. Wie steht's? 2-1. Ja. Wann wurde der Nordseeküstenradweg im Guinness-Buch der Weltrekorde festgehalten? Was von Nordseeradweg? Was, warum im Guinness-Buch der Rekorde? Wegen der Länge oder was? Also, was war die Frage nochmal bitte? Wann wurde der Nordseeküstenradweg im Guinness-Buch der Weltrekorde festgehalten? Okay, also welches Jahr? Ja. Was weiß ich, Alter. Ja. Seit wann gibt's den Scheiß Guinness? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was hast du? 95. Ich hab 80. Nein, 2003. Was? Ja! Da wird so ein scheiß Radweg 2003 einfach ins Guinness Buch Rekorde eingetragen. Okay, 2-2. Weil zu dem Zeitpunkt halt der längste Radweg war davor. War das der längste, oder was? Ja. Ich meine nicht, dass man den wahrscheinlich vor dann 2003 fertiggestellt hätte oder so, oder gebaut hat extra. Okay. Ich baue jetzt den längsten Radweg der Welt. Tu es. Wann wurde der erste kommerzielle Film im Bioskopformat weltweit im Berliner Wintergarten aufgeführt? Was ist Bioskopformat? Was hast du für Fragen ausgesucht? Wann, okay. Bios. Wann wurde der erste Film, sag nochmal bitte. Wann wurde der erste kommerzielle Film im Bioskopformat weltweit im Berliner Wintergarten aufgeführt? Ja, wenn man jetzt nur einen anderen wüsste, was Bioskopformat wäre. Haben Ergebnis 5, 4, 3, 2, 1, 0. Was hat er? 1900. Ich hab 2010. Ja, ist jetzt was Altes oder was Neues? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. 1895. Ja! 5 Jahre, das muss eigentlich einen extra Punkt geben. 3-2. So schnell wendet sich das Blatt, oder was? Ja. Okay. Totale Blattverschwendung. Spannend. So. Wann wurde Amazon gegründet? Amazon ist, glaube ich, auch schon. Okay, Google. Ich habe ein Ergebnis: 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Stopp. Ja. Ich habe mich nur verschrieben. Warte, ich schreibe es nochmal richtig. Keine Ahnung, aber es kann jetzt auch wieder völlig daneben sein. 95 habe ich. Ich habe 1940. Nein. Nein, 1994. Oh Gott. Oh, jetzt drauf.
4-2 von 2-0. Ist dir das bewusst? 4-2. Wir haben wie viele Fragen? 7. Noch eine letzte Frage. Ich habe gewonnen. Hab ich Jasch gewonnen. Oh Gott, ja, dann muss ich die Frage leider. Oder wir machen 3 mehr. Jetzt erste Video. Willst du 3 Fragen mehr und riskieren, dass du verlierst, oder willst du gewinnen? Du hast die Wahl. Entscheiden Sie sich bitte jetzt. Ja, also du stellst mir jetzt die Wahl zwischen, ich habe gewonnen und ich habe Bock zu verlieren, oder was? Ja, du könntest mich noch drastischer schlagen. Ja, wir haben ja genug Fragen von dem her. Komm, mach hin. Also gut, erweitern wir noch um 3 Fragen. Special, erste Folge und so ein Shit. Und jetzt kommt mein Comeback. Als ob. Seid ihr bereit? Ja. Wie viel Gramm hat ein Würfel frische Hefe? Ich habe ein Ergebnis. 3, 2, 1, 0. 20 Gramm. Habe ich auch. 42 Gramm. Da wird aber was. Kriegt man zwei den Punkt oder fehlt er nicht? Ja, dann kriegt man beide den Punkt. Aber müssen wir ja, sonst gehen die Fragen aus. Aber ist ja auch egal. Oder kann ich jetzt wieder nicht gewinnen? Wie steht jetzt 4-2? Jetzt noch 2 Fragen. Okay, dann könnte ich einen Ausgleich schaffen. Also wir machen jetzt einfach weiter. 5-3 quasi jetzt. Ja. Also nicht. Gut abgeklärt vorhin alles. Wie viele Besucher gab es bei Rock am Ring 2016? Drei, vier, drei, zwei, eins. Was? Das sagt er nichts, aber zählt deswegen noch schneller, oder was? Was für eine Scheiße. Fünf. Ja, ich hab's. Das ist wahrscheinlich gewonnen. Das sind 300.000. Wo stehen deine 300.000? Das ist hier ach, da unten. Das ist wahrscheinlich in der ersten Stunde. 1,5 Millionen? Ja, das ist wahrscheinlich schon eher. 92.500. Was? Nur? Dann hat der Fickfrosch schon wieder gewonnen. Der was? Der Fickfrosch. Also, hat nichts gebracht. Ich hatte die Chance, hab sie verworfen. Gebt mir wieder einen Daumen hoch, wenn es feiert. Du hast nur mit Füßen getreten. Ja, wie steht's jetzt? 6-3. Ja. Oh Mann. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, wenn ihr mehr sehen wollt. Und schreibt auf jeden Fall eure Schätzungen in die Kommentare. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao.